Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom Tetris Multiplayer im Hades mit Fischi Chantal, den dunklen Doges jetzt. Mir gefällt dieses dunkle Schema hier im Hades. Und wir waren beim Händler noch und ein bisschen was hin und her geschoben und jetzt sind wir wieder hier, um ein bisschen was zu verkloppen, ne? Ja, genau, ich bin auch wieder dabei und ich bin immer noch fertig. Und trinke immer noch mal Rakuya. Fertig? Fertig. Fertig bin ich nicht. Das wäre dann wohl ich. Dazu mache ich jetzt keinen Kommentar, der wäre böse. Assi. Eddie bought you. Gold, Gold, Gold. Ich habe auch mal Bock wieder auf Unturned, aber Unturned updatet leider nicht mehr. Ja, ist halt immer noch der Beta-Test von den neuen Updater oder so. Kann man halt schon machen. Ich habe mich jetzt aber nicht reingelesen, wie. Ja, muss ich nochmal nachgucken. Aber ohne Internet wird das bei mir eh nichts. Ich sitze ja schon mit Internet nicht. Doch, mit Internet läuft's. Mit Internet lief ja auch Minecraft die ganze Zeit richtig geil. Außer wenn die Server mal wieder beide down waren, nachdem wir gezockt haben. Wobei Gomma HD irgendwie immer voll auf zwei gezockt? Down ist. Ja, wir haben auf Gomma HD gezockt und auf... Wann haben wir auf Gomma HD gezockt? Nein, nicht wir. Jörg und ich. Achso, ich dachte, weil du gesagt hast wir, dann hab ich gefragt, wir haben gezockt? Nee, Jörg und ich. Wir haben einmal auf Gomma HD ein bisschen gezockt, aber der Server ist einfach durchgehend voll und... wenn da irgendwie 9000 Leute drauf sind, dann laggt der auch wie scheiße. Und dann haben wir noch auf... Wie heißt denn der andere Server? Ich hab's vergessen. Warte, ich muss den Boden nochmal... Arbeiten aktiviert. Ich hab vergessen, wie der andere Server heißt. Gottka? Nein. Denn das ist tote Ameisen? Ja. Voll geil, ja. Das Wasser ist auch richtig schön. Ich krieg mal planschen gehen, ne? Ich bin nass. Jetzt. Sieht einfach aus wie so ein radioaktiver Fluss in der Nähe von Fukushima oder von Hiroshima oder so. Ist euch Bock auf Fallout? Ich hab Bock nach Tschernobyl zu reisen. Warum? Weil das interessant ist. Gefährlich, aber interessant. Angst. Ich habe Angst vor irgendwelchen Mutanten, die da sind. Ich habe mir inzwischen drei Dokumentationen da reingezogen. Da wohnen ja inzwischen sogar wieder Menschen. Da haben schon mal Menschen gewohnt. Ja, aber da wohnen wieder Menschen, obwohl da alles radioaktiv vergiftet ist. Verseucht. Ja, die wohnen da auch seit der Explosion oder so. Ja, genau. Und denen geht's nicht unbedingt gut. Möchte ich behaupten. Aber denen ist das egal. Ja, irgendwie schon. Ja, sie können nirgendwo anders wohnen, ne? Scheiße, das hab ich nicht gehört. Nein, sie sind ja ausgestoßen, weil sie halt radioaktiv verseucht sind. Nein, sind sie nicht. Doch klar, Alter. Hast du teilweise mal die Leute angeguckt, die da noch wohnen? Nein. Ich habe eine Doku darüber gesehen, Alter. Das ist... Ich bin tot. Ich auch. Ich kann nichts machen, lieber. Ja. Ich habe mich noch versucht zu heilen, aber ich konnte auch nicht mehr wegrennen. Ich habe mich auf volles Leben geheilt mit meinem Heilzauber und ich war instant tot. Du Missgeburt! Ja, portet dich doch nochmal. Ich nehme jetzt lieber mal ein bisschen Abstand. Bau nochmal so ein Ding rein. Alter, ich hoffe echt, dass es bald durch ist, das Let's Play. Nichts gegen Titan Quest, hat echt viel Spaß gemacht, aber es wird langsam ein bisschen langwierig und ich will einfach wieder... Secrets... Oh Gott! Ja, ich bin weg! Was bist du denn? Ork. Ja. Was dann? Der Ork sieht ja mal extrem seltsam aus. Ich freue mich mal Orks ge... Nein, der heißt Orok. Oh. Das ist ein Trogililaldolov. Du hast mich befreit, aber sobald du mir das Ruder gebracht hast... Das ist der! Okay. Den brauchen wir für die Schifffahrt. Ich weiß nicht, was er meint. Den brauchen wir für die Schifffahrt. Ist die Schifffahrt eine Nebenaufgabe? Ich denke mal, das ist eine Hauptaufgabe. Ich denke mal, damit kommen wir weiter in den Hades rein. Ich habe gerade Nebenaufgabe aktualisiert. Keine Ahnung, Mann. Ich auch. Alter! Der ist extrem stark, den du gerade bekämpfst. Alter! Der zieht mir 1000 Leben mit einem Schlag! Ja, zum Glück hast du die Argo, ne? Ja, ne? Warum hoffst du jetzt, dass das Let's Play bald vorbei ist? Du hast irgendwie so angefangen, aber den Satz... weil ich mich auf Sacred extrem freue.
Einfach weiter zocken. Sacred 2 danach? Nein, darauf freue ich mich nicht. Alter, bis wir Sacred durch haben, wird das erstmal Jahre dauern. Weil Sacred so extrem groß ist. Ja, Alter, da hinten kann man. Wenn du hier stehst, kannst du da hinten einen Stein sehen. Ich sehe es. Aber das ist nur eine Spiegelung vom Wasser. Und mein Bildschirm hat einen Schaden. Ja, das ist Scheiße. Bewusst. Mein Bildschirm hat einen Schaden. Ich habe oben, hab oben rechts in der Ecke einen kleinen roten Punkt. Gut, der, der ist mir schon mal aufgefallen. Ja, das ist ein toter Pixel. Scheiße. Muss ich bei Amazon anschreiben. Die sagen, ihr verpisst dich. Oh, ich bin tot. Super. Also fast. Jo. Mach Sachen. Also wenn die dich verfolgt, ne? Gut. Ich hab jetzt dreimal versucht, dich zu healen, Alter. Beim letzten Mal hast du es geschafft. Mach mal einen Stun mitten in die drei Dicken rein. Jetzt. Alter! Ich hab dich geheilt, fuck! Ich hab keinen Stun. Blitzpulver. Ich bin fast tot. Aber du hast richtig gut Schaden gemacht gerade. Die Dicken sind tot. Okay, merke diesen Scheiße. Ja, von hier aus kann man es noch mehr sehen. Warte, wahrscheinlich kann man, wenn man es ranscrollt, kann man es richtig gut sehen, ey. Ja. Dein Scrollen hört man aber auch. Oh. Das haben wir lange nicht mehr gesehen. Und haben wir zuletzt eine Feuerfalle gesehen? Ich glaube in den. Ja, im. Im normalen. Minotauren-Labyrinth, oder? Ja, glaube. Also so, auf jeden Fall die Feuerfalle, diese kleinen Feuerfalle, glaube ich, öfter, aber so eine große, glaube ich. Also ich habe halt einfach genommen den grünen. Da bin ich auch fast gestorben. Das ist ein großer. Ja, genau, das sind die, die extrem viel Schaden mir zumindest machen. Ja, die machen allgemein viel Schaden, nicht nur dir. Ja, kann das sein, dass du relativ immun gegen die bist, aber. Naja, also ich krieg auch ziemlich viel Schaden. Ja, okay, okay. Ich bin jetzt so ziemlich gar nicht tanky in keinster Hinsicht. Na, du hast aber mehr Leben als ich, was schon sehr, sehr seltsam ist. Ja, ich glaube, die Kriegerklasse kriegt auch ziemlich viel Leben dazu, weil sie. Ja, ich dazu gedacht, dass sie einfach reingehen und alles kaputt schlagen. Dann kommt meine Assassin-Klasse dazu und so bin ich komplett nutzlos. Ich hab Bock auf Grimdawn. Ich auch, das können wir nach Sacred machen, bevor Sacred 2 kommt. Wir können eigentlich auch mehrere Projekte haben. Ich habe eigentlich. Sobald ich wieder richtig. Also, sobald ich mal eine feste, gute Leitung habe, kommt bei mir jeden Tag ein Video. Also, kommen bei mir jeden Nur Tag mehrere. Eins? Kommen bei mir jeden Tag mehrere Videos. Das Lagerfeuer sieht geil aus. Dann würde ich einfach so, wie es jetzt läuft, jeden Tag Titan. Oder jeden zweiten Tag Titan Quest machen und jeden. Dazugehörigen Tag, Sacred. Und irgendwie noch. Halt ein paar Spiele nebenbei noch. Weil Zeit genug hätte ich zum Aufnehmen. Oh fuck, 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 hey. Oh mein Gott. Wie gut der Junge ist, Alter, du warst aus meinem Bildschirm raus. Du bist schon wieder fast tot. Ja, der macht Schaden. Jetzt hab ich. Alter, der macht über 1000 Schaden. Was Grünes? Ja, Alter, 100, Rüstung mit 112. Durchschlagswiderstand. Okay, die ist geil. Super, wenn ich die verwende, kann ich nichts mehr benutzen von mir. Nichts. Ja. Nice Ass haben die auch was in der ersten Rüstung. Ich sollte ja mit einem geilen Art. Oben war da auch noch was. Ja? Ja, hier war so ein Stück. Also das geht hier rum. Alter. Ich sollte die Kopfschmerztabletten Igitt vielleicht nicht mit Apfelsaft konsumieren. Wieso nicht? Weiß nicht. Ich glaube, Schmerztabletten soll man nicht mit Apfelsaft konsumieren. Ja, machst du das? Ich brauchte was zum Runterspülen. Und mein Pisse halt. Apfelsaft war gerade das einzige, was ich in meinem Zimmer hatte. Und Pisse. Ich war gerade gestunt. Ja, die aber auch.
Ja, wenn ich meine neue Rüstung anlege, kann ich weder meine Waffen, noch meine Schuhe, noch meine Armschutz verwenden. Ich kann dann nur noch meinen Helm verwenden. Wieso, was ist auf deiner Rüstung so alles drauf? 25 Stärke. Oh. Prozent oder Pluspunkte einfach? Nee, Plus. Ja, dann hau dir ein Amulett an oder sowas. Nee, ich brauch mein Amulett. Und 27 Geschicklichkeit. Was fehlt mir denn dafür? Geschicklichkeit für die Schwerter? Achso, ich habe ja noch Punkte. Okay, Schwerter habe ich schon mal wieder. Und dafür brauche ich mehr Stärke. Das kann noch ein bisschen dauern. Ist aber auch nicht so viel besser gewesen. Wo bist du? Mit Level? Ich bin gerade vorbeigelaufen. Aber kurz vor 9. Okay, ich bin jetzt... Also nee, 8 Ende. Ich bin jetzt bei 7. Freddy, wo bist du? Komm her. Ich will alles nochmal erkunden, nicht? Achso, ja, ich habe alles für ihn erkundet. Ich glaube, da oben auf dem Berg können wir auch noch hoch, ne? Den Berg. Und fertige Brücke. Danke! Ja, für eine Brücke geht keine. Die hier. Ach da. Achso, ich dachte gerade, dass... Oder du wirst vernichtet. Jo, wollen wir nicht erstmal hier? Ich glaube, wir sollen da nicht lang gehen. Was hat er gesagt? Halte Abstand oder ihr werdet vernichtet. Lass da rauf gehen gleich. Lass uns erstmal versuchen, die Quest abzuschließen. Ist hier unten noch was gewesen? Keine Ahnung, da war ich noch nicht. Ich dachte, was haben wir? Ja, hier sind noch ein paar Wichser. Ich muss mich mal mehr mit Open Broadcaster auseinandersetzen. Wieso? Weil das Aufnahmeprogramm geil zu sein scheint. Ja, ich hab das für Dings verwendet, für... Star Wars. Okay. Ist ganz okay eigentlich, also. Find's nicht schlecht. Muss ich mich mal reinfuchsen. Nur das Doofe ist halt, wenn du dann ein paar Videos zusammen cutten willst, dann werden die trotzdem so normal groß wie halt in deinem Programm. Also TMPGC benutzen wir ja. Wie meinst du, dass die genauso groß werden? Ja, halt. Bei Open Broadcaster, wenn du jetzt so ein Video aufnimmst, dann ist es halt automatisch ein bisschen kleiner. Ja, aber es gleich gerendert wird. Ja, aber wenn du es dann nochmal mit TMPGC überrendern. Überrendern musst. Oh. Oh, das ist der Fährmann. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Aua, aua. Leichter. Ich dachte gerade schon, dass wir was Schlimmes. Die machen Schaden. Ich hab seine Aggro. Ich hab wohl seinen kleinen Geister. Du triffst irgendwie nicht. Ich treffe. Nein, er meine ich. Das ist ein Schwuchtel. Oh! Yo. Oh, scheiße! Nächste Phase! Simon, die PMW immer für seine Erstphase bekommen. Ich bin für die zweite mehr. Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Halt die Fresse, du bist gleich tot. Ich auch. Nein, ich nicht. Oh, fuck. Heil dich einfach, er hat doch meine Aggro. Also nein, ich hab doch Aggro. Ja, aber ich krieg heute die ganze Zeit einen komischen Dings ab, seine... Kugeln. Zum Glück wurde der so schön vertont. Oh fuck, das macht richtig Schaden. Macht ihr dir irgendwie gar keinen Schaden? Doch, ich heile mich aber die ganze Zeit selber mit Tränken und meinem Zauber. Das Einzige, was ich die ganze Zeit mache, ist heilen. Heilen und auf ihn draufhauen. Da liegt noch eins. Hat er eine Sphäre verloren? Oh. War was Blaues dabei? War eine Arkan-Formel nur. Komm. Wollen wir nicht erstmal noch die Quest machen? Ja, mach ich doch gerade. Achso. Jetzt bin ich nach Rodos gegangen, danke. Nach Sticks müssen wir. Kommen wir über die Brücke noch rüber eigentlich? Das Glas, Alter, das Glas, ne? Ich kipp das nochmal um. Mussten wir nicht eigentlich über. Konnten wir über die Brücke noch rüber? Ja, könnten wir. Steht dein Portal? Mach mal bitte Portal auf bei der Brücke. Ja, warte. Ich schreibe gerade noch nebenbei mit einer guten Freundin von mir. Sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt bin. Kann ich gerade nicht. Kurz von YouTube. Müssen wir hier weiter? Ich hab keine Ahnung, Mann. Hast du die Quest abgegeben? Nee, weil ich dachte, da geht's eigentlich so viel weiter. Jo, bei mir port sich gerade, schlag mal bitte.
Besser? Ja. Wollen wir mit dem reden? Wisse dies, Titanen zerstört. Meinst du? Ja, also ich habe mit den beiden da geredet, aber ich bin jetzt nicht irgendwie auf ein Boot gestiegen oder so, weil die wollten irgendwie... Wollten wir, dass du auf ein Boot steigst? Nee. Oder war man mit dem Boot? Ein Jäger bei Schersburg sagt, dass er einen Hydra in einem Stückchen Schatten, bla bla bla, findet, hört sich Schattenfresser. Okay, wir sollen immer was in den Sümpfen noch töten. Okay, also sollen wir hier noch ein bisschen kämpfen, gefällt mir. Ich kämpfe gerne. Wir haben übrigens noch 4 Minuten. Ja. Geht eigentlich ziemlich schnell gerade. Ich habe meinen Timer auch noch gestellt. Oh Mann, hör doch mal bitte auf mit mir zu schreiben. Nein, sie könnte das Video sehen. Nein, hör auch nicht auf mit mir zu schreiben, sorry. Aber in der Aufnahme ist es immer so ein bisschen ungünstig. Hör mal auf mit ihm zu schreiben. Nein! Los! Nein, sie nimmt das ernst. Warum? Weiß ich nicht, weil sie so ist. Nimm das nicht ernst. Gut, ja, nimm. Freddy, cutte das mal bitte raus! Warum? Bitte, Alter, bitte cutte das mal raus. Wenn sie das hört, sie bringt mich um. Nein. Doch, komm schon. Das muss jetzt rauskommen. Warum? Elektronen sind doch nicht schlimm. Doch, Elektronen sind schlimm. Nein. Vielleicht ich mag Elektronen auch. Elektronen? Den Energie ist super für den PC. Ja, ja. Elektronen, kennst du das? Ist ein bisschen das ist das Gegenteil von Protonen. Ja, ich weiß. Vielleicht ist sie immer so warm, weil du Apfelsaft trinkst. Nee, mir ist so warm, weil ich gerade gelacht habe, Alter, und richtig fertig bin. Ich muss übrigens gleich nochmal Apfelsaft in der Dose trinken. Und ich habe auch noch Apfelsaftflaschen neben mir stehen. Ich habe momentan ziemlich viel zu trinken hier. Ich war ja, als ich mit gewissen Leuten einkaufen war, habe ich mir 2 Flaschen geholt, weil da so schöne Gläser bei waren. Und ich habe mir gestern noch eine Flasche geholt. Es ist gut, dass ich mir noch eine Flasche geholt habe. Warum? Weil die anderen beiden leer sind? Ja, fast. Ich trinke das momentan irgendwie wie Wasser. Also wenn ich nicht arbeiten muss und nicht Auto fahren. Also beim Autofahren und bei der Arbeit? Ja. Nee, wenn ich fahre, trinke ich nicht. Nicht mal Apfelsaft. Dann trinke ich einfach gar nichts, dann dehydriere ich einfach komplett. Wir haben da was nicht erkundet, ne? Und hier geht's, glaube ich, weiter. Oh, mein Kopf juckt. Kennst du das, wenn der Kopf juckt, du musst dich kratzen, dann stirbst du in dieser Zeit? Du brauchst mehr Energie. Ich schon. Oh, hier geht's nicht weiter. Hä? Doch, hier geht's weiter. Doch, hier geht's nicht weiter. Ich dachte, das geht hier in die Höhle. Haben wir nicht irgendwo mal eine Höhle gesehen? Ja. Da, als wir noch nicht im Hades waren, als die Geister noch waren, da war doch... Achso, nee, das war wahrscheinlich die Höhle, wo es weiterging. Ja. Fällt mir gerade so auf. Dummer Freddy. Wohin gehen wir denn? Ja, hier ist noch nicht alles erkundet. Jetzt ist doch, ja alles bei mir erkundet. Schon. Ja, bei mir war nicht alles erkundet. Ich habe eine Essenz von Eiserne Willen von Ajax bekommen für einen Anführer. Das mit dem Bounty Quest. Okay. Ich habe da auch irgendwas gekriegt, habe es aber nicht durchgelesen. Weil auf einmal da 6 Millionen Sachen aufgeploppt sind. Das kotzt mich immer so richtig an, wenn alles auf einmal aufploppt. Dann kann man nichts richtig lesen. Ich müsste mal wieder zum Händen. Doge? Schon wieder? Ich habe mein Inventar voll. Ja, aber ich habe keine Tränke mehr. Doch, ich habe noch 27 Tränke, aber. Wird halt schon wieder weniger. Verbrennt die Tränke ja mehr als ich. Ja, weil ich auch meistens die Agro habe, so wie zum Beispiel gerade eben. Ich habe gerade eben locker 20 Tränke verbrannt. Noch eine halbe Minute haben wir jetzt. Ich glaube, wir kommen jetzt noch zum... Was für so ein paar... Oh, guck mal, Krabben! Kopffüßler! Sind Krabben Kopffüßler? Ich glaube nicht. Aber Krabben sind doch... haben doch den Kopf und da sind ihre Füße direkt da dran. Also Beinchen, ja. Guck mal, hier sind heiße Quellen. Lass mal hier ein Spa errichten. Oh, ja. Fuck. Damit kann man bestimmt eine Menge Geld machen. Naja, vielleicht im Hades nicht unbedingt. Die ganzen Geister haben vielleicht nicht so hohe Ansprüche wie die Deutschen. So, dann lass ich auch den Part beenden, nachdem wir die beiden Kräbchen getötet haben. Jo. Denn er ist jetzt vorbei. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.